Rocking All Over the World und das seit mehr als 30 Jahren. Status Quo kommen am 21. November in die Sport- und Kongresshalle Schwerin und bringen die Halle zum Kochen. Die Rockhelden haben noch einen Special Guest im Gepäck. Lou Gramm, die Stimme von Foreigner. Karten für dieses Mega-Event bekommen Sie direkt bei der Sport- und Kongresshalle oder unter www.mehrtickets.de. Hannemann, geh du voran. Die Figur Hein Hannemann taucht in dem Märchen Die Sieben Schwaben zum ersten Mal auf. Mit dem Buch Hein Hannemann, eine Geschichte von der Waterkant, zog die Figur an die Ostseeküste. Das war Anfang des letzten Jahrhunderts. Jetzt taucht die Figur wieder auf und zwar beim Lexikus Verlag. Der Verlag lädt gemeinsam mit dem Hanseseel-Verein zur Veranstaltung Hein Hannemann, ein Sympathieträger für die Region, ein. Erfahren Sie mehr über diese spannende Figur am 17. November um 16 und um 19 Uhr im Heimatmuseum Warnemünde. Die Leiden des Jungwerther in der Fassung des Mecklenburgischen Landestheaters Parchim erleben Sie am 21. November um 10 Uhr auf der Bühne der Stadthalle Parchim. Werthers Leidenschaft für Lotte wird durch die Anwesenheit ihres Verlobten Albert Einhalt geboten. Doch der unruhige Geist kann sich damit nicht abfinden. Goethes Meisterwerk in einem frischen Anzug mit viel Musik. Karten und Infos bekommen Sie unter www.mlt-parchim.de. Max und Moritz, diese beiden, sind wohl die bekanntesten Figuren von Wilhelm Busch. Doch das Repertoire des Altmeisters ist schier unerschöpflich. Aus diesem Repertoire bedient sich nun die Gruppe Liederjahn auf gewohnt humoristische Weise. Am 29. November erleben Sie die Symbiose aus Folkmusik, Chanson und Kabarett in den Räumen der alten Synagoge in Hagenow. Los geht es um 19 Uhr. Dieben sterben einsam und erst, wenn sie gut ausgeleuchtet sind. Dirk Audem erzählt die Geschichte der fiktiven Figur Percy Mulligan, eine alternde Schauspielerin in der englischen Provinz, die erkennt, wie kurz das Theaterleben sein kann. Augenzwinkernd mit Leben erfüllt von der großartigen Schauspielerin Brigitte Peters. Die Vorstellung im Werk 3 in Schwerin am 21. November beginnt um 20.30 Uhr.